Ja, herzlich willkommen zurück bei mir auf dem Kanal. Schön, dass du dabei bist. Heute habe ich euch die King George V mitgebracht, der Stolz der britischen Navy. Und ja, ich möchte sie euch heute ein bisschen näher vorstellen, wie ihr das von mir gewohnt seid. Natürlich erstmal das Geschichtliche. Ja, die Indienststellung der King George war am 11.12.1940. Kurz nach ihrer Indienststellung brachte sie den britischen Botschafter Lord Halifax nach Amerika und eskortierte auf ihrem Rückweg einen Geleitzug zurück in die Heimat. Im März 1941 übernahm sie dann die Fernsicherung in der Operation Claymore, in deren Rahmen Royal Marines die Lofoten an der Nordwestküste Norwegens angriffen. Kurze Zeit später wurde sie erneut im transatlantischen Geleitzugdienst eingesetzt. Zusammen mit den Schlachtschiffen der Rodney und weiteren Einheiten konnte sie am Morgen des 27. Mai 1941 das Schlachtschiff Bismarck stellen und versenken. In der Folgezeit operierte die King George erneut in norwegischen Gewässern und nahm an der erfolglosen Verfolgung des Panzerschiffs der Admiral Scheer teil. Mit ihrem Schwesterschiff, der Duke of York, übernahm sie die Geleitzugsicherung und versuchte erfolglos, das Schlachtschiff Tirpitz zu stellen. Während einer weiteren Geleitzugoperation kollidierte die King George mit dem englischen Zerstörer der Punjabi, der daraufhin in zwei Hälften brach und sank. 49 Matrosen kamen bei diesem Unglück ums Leben. Im Jahr 1943 unterstützte sie die englischen Truppen bei der Invasion Siziliens und im September bei der Landung von Salerno. Anfang 1944 brachte die King George den Premierminister Winston Churchill von Konferenzen in Kairo und Teheran zurück nach England. Im Dezember 1944 verlegte die King George mit einem Kampfverband von englischen Flugzeugträgern und Kreuzern ins australische Sydney. Unterwegs beschossen die Schiffe Ölraffinerien im japanisch besetzten Sumatra und wehrten wiederholt auch Luftangriffe ab. Im Mai 1945 beschoss die King George Stellungen auf den japanischen Inseln, auf Formosa, das ist das heutige Taiwan, sowie auf Okinawa. Am 2. September ankerte die King George mit ihrem Schwesterschiff der Duke of York in der Bucht von Tokio, um während der Kapitulation der Japaner anwesend zu sein. 1958 wurde dann die King George abgefragt. Ja, soweit das Geschichtliche so zur King George. Und ja, eines der Lieblingsschiffe von Black Samurai. Ich glaube, er fährt sie sehr, sehr gerne. Und ja, ich habe mich anfänglich auch verleiten lassen bei der King George, als ich sie gefahren habe, sie sehr viel mit der HE zu spielen. Mittlerweile bin ich da doch ein bisschen umgestiegen. Spiele sie sehr, sehr viel mit der AP oder hauptsächlich mit der AP-Munition und schieße eigentlich die HE nur, wenn der Gegner ungünstig zu mir steht, also in einem ungünstigen Winkel zum Beispiel, dann schieße ich mit der HE. Und ich würde sagen, ich gehe mal auf die Ausrüstung ein, wie ich sie ausgebaut habe. Im ersten Slot habe ich die Drehgeschwindigkeit der Haupttürme nochmal verbessert. Da könnt ihr auch auf das Zielsystem Mod 1 gehen, was die Streuung nochmal verringert, minus 7%. Und die Feuerreichweite der Sekundärbatterie. Aber das bleibt euch dann überlassen. Im zweiten Slot habe ich dann das Schadensbegrenzungssystem Mod 2 drin. Im dritten Slot das Zielerfassungssystem Mod 1, was euch nochmal plus 20% mehr Sichtweite gibt. Im nächsten dann das Zielauswahlsystem Mod 2, was die Feuerreichweite nochmal erhöht um 10%. Da kommt ihr dann auf 16 Kilometer Feuerreichweite. Im nächsten Slot dann die Leistung 110.000 PS. Da kommt ihr dann auf eine Höchstgeschwindigkeit von 28 Knoten. Im nächsten Slot habe ich dann, oder im letzten Slot dann, natürlich den Rumpf B der King George. Da habt ihr dann 60.500 Trefferpunkte. Dann gehen wir mal auf die Verbrauchsmaterialien ein. Ihr habt Schadensbegrenzung drin. Dann habt ihr dreimal Reparaturmannschaft. Also ihr könnt euch dreimal heilen. Und habt dreimal den Katapultjäger drin. Als Kapitän habe ich drin den Andrew Cunningham,
Muss aber gestehen, dass der noch eine Skillung hat. Ihr seht, der ist auch noch nicht so weit. Und der hat eine Skillung, die noch von den Anfangstagen meiner King George herrührt. Also da bin ich noch voll auf Brand gegangen. Ihr seht, dass da das erhöht aber das Risiko eines Brandes um 10% nochmal. Hier habe ich nochmal die Drehgeschwindigkeit der Geschütze des Kreuzers und des Schlachtschiffs, also beim Schlachtschiff dann plus 0,6%, aber weiß nicht mit der Skillung. Ich guck mal, ob da noch ein anderer Kapitän geht. Im nächsten Slot habe ich dann die Hauptbatterie drin. Die Streuung der Hauptbatterie nochmal minus 5%. Und hier die Reichweite der Hauptbatterie. Ihr seht, der ist auch noch nicht auf legendär. Der hat aber einen relativ eine schöne Basisfähigkeit, die die Präzision der Hauptgeschütze nochmal verbessert. Plus 2,25% auf Rang 10, dann nochmal plus 2,5%. Als Inspiration habe ich dann die verringert die Ladezeit und erhöht die Drehgeschwindigkeit der Hauptbatterie. Charles Madden. Da würde ich jetzt durchaus auch noch mal wechseln. Also, wie gesagt, das ist noch eine Skillung aus den Anfangstagen meiner King George. Da könnte man zum Beispiel auch. Das ist eher ein Kreuzerkapitän. Also, wie gesagt, da bin ich auch noch nicht so überzeugt von der Skillung, aber das muss ich mir noch mal in Ruhe angucken. Ansonsten, King George macht natürlich richtig viel Spaß. Wir gehen jetzt nochmal auf die Werte ein. Wie gesagt, Trefferpunkte habt ihr 60.500, eine Panzerung von 13 bis 381 mm. Artillerie habt ihr einmal 2, die 356 mm drin und 2x4, 356 mm. Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 6.100 und ihr seht da, eine Brandwahrscheinlichkeit habe ich drin von 41%. Ja, das verleitet natürlich das Schiff wirklich sehr viel mit der HE zu fahren. Aber wie gesagt, ich bin da jetzt ein bisschen umgestiegen. Schießt doch mehr AP, auch in dem Gefecht, was ich euch mitgebracht habe, schieße ich mehr mit der AP, die dann einen Höchstschaden von 10.500 macht. Flugabwehr lasse ich erstmal wieder außen vor. Das kann ich noch nicht so einschätzen. Da wissen vielleicht diejenigen, die mit der PC-Version schon Erfahrung haben, vielleicht ein bisschen mehr, wie die Flugabwehr der King George ist. Das müssen wir uns dann angucken, wenn die Flugzeugträger mal irgendwann reinkommen. Eine Höchstgeschwindigkeit von 28 Knoten, Wendekreisradius 790 Meter und eine Ruderstellzeit von 15,7 Sekunden. Und die Tarnung, ihr seid ab 14 Kilometer offen. Ja, soweit die Werte zur King George. Mir macht es mittlerweile sehr viel Spaß. Am Anfang hatte ich so meine Problemchen. Aber das lag wahrscheinlich daran, dass ich da sehr viel mit ihr HE geschossen habe und dann immer so Gefechte mit Schaden von 50, 60, 70.000 Schaden rausgegangen bin. Wie gesagt, ich empfehle euch, lasst euch da nicht verleiten von der hohen Brandwahrscheinlichkeit, sondern ja, verwendet dann doch eher die AP. Auf dem Schlachtschiff sollte man dann vielleicht doch eher die AP schießen, wie gesagt, situationsbedingt. Wenn der Gegner im schlechten Winkel zu euch steht, dann könnt ihr natürlich die HE hervorragend nutzen bei der King George. Ich habe euch ein schönes Gefecht mitgebracht. War mit dem Black Samurai unterwegs, er auch in seiner King George. Und nicht wundern, ihr könnt ihn jetzt auch im Gameplay hören. Ich habe das jetzt technisch so umsetzen können, dass ihr jetzt also auch den Black Samurai oder wer dann auch immer mit im Party-Chat ist, dass ihr meine Mitspieler dann auch hören könnt. Ich glaube, das dient nochmal der Qualität der Videos. Ist ja für euch auch blöd, wenn ihr nur mich hört und euch interessiert dann sicherlich auch, wie wir uns taktisch dann so ein bisschen absprechen. Also, das habe ich jetzt technisch hinbekommen, dass ihr den Black Samurai dann auch hört. Ja, ich würde sagen, ich schneide euch das Video zur King George hinten dran. Genießt das Video und ja, dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen.
Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Also viel Spaß mit der King George the Fifth. So, Aufnahme läuft. Und super, das ist ja wieder unsere, oh, ist ja schon wieder diese offene Karte. Ja, so eine Karte zum Beispiel, die sollten sie öfters mal bringen, wo die Schiffe sich nicht verstecken können. Ich bleib erstmal hier stehen, wir haben, du solltest mal ein Stück zurückkommen, ja. Willi. Okay, mache ich gerade. Alle Mann auf Gefechtsstation. Boah, Vierlingsturm, ey. Gegnerische ist die überhaupt irgendwo noch aufzufinden? Die Jeanbart oder die Jeanbart oder die Richelieu hat dann auch Vierlingsturm vorne. Zwei Vierlingstürme vorne. Na, ist die King George an irgendwelchen Hafen irgendwo zu begutachten? So. Nee, oder gibt es sie nicht mehr? Ich glaube, die haben versenkt. Sie abgefragt. Oh, schade. Wäre echt mal interessant, die mal echt zu sehen, ey. Das Einzige, weil die Amerikaner haben halt ihre Schlachtschiffe noch, ne? Die Iowa, Missouri. Die haben halt viele Schiffe. Da gibt es einen Originalaufnahmen, glaube ich schon, ne? Ja, da kommt was. Ich gehe mal auf die Nagato, weil die fährt schön Breitseite. Ja, ich bin auch gerade dabei. Oh, die könnten liegen. Die könnten liegen. Mhm. Oh ja, meine auch. Oh. Was? Nicht getroffen. Schon mal 5000, der Nagato. Okay, dann gehe ich mal eben auf die Mexiko, weil die fährt jetzt auch hier gerade schön Breitseite. Ja. Kann auch gleich schießen. Salve ist raus. Ja, meine auch. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Ja, 8000 gedrückt. Was, mein Turm ist explodiert? Was, jetzt schon? Ja. Ey, was ist denn das? Also gut, das ist nicht der Fehlingsturm, der hintere Turm, der Zweier. Ja, der ist explodiert. Ja. Ja, weil er ziemlich hoch ist, ne? Da kommt noch New York, glaube ich, die ist gerade offen gewesen. Ah, da ist die Nagato. Ich fahre aber mein kleines Stück und die Nagato nochmal erwischen. Alle Stationen. Ja, das ist klar, ich bin an zwei Stellen, ey. Willi, dein Türmchen ist kaputt. Ja. Hauptturm ist explodiert. Nein, jetzt geht die zu. Flieger. Ah. Ich werde von irgendwas hier beschossen, Sven. Katapultjäger in der Luft. Und zwar hier, wo vor uns der große Felsen ist. Da muss die York stehen. Okay. Ja, da ist er. Da ist er. Oh, die steht da wieder. Und zerstöre. Aber jetzt, ich schieße auf die Nagato jetzt. Ist okay. Ziemlich langsam. Ich hab jetzt unterwegs. Schon Ja, kannst du wieder sehen, dass sie wirklich nur straight vorfahren, ne? Also, den jetzt machen. Oh, ist die langsam unterwegs, die Nagato. Mach den die. Ah, ich bin jetzt zu weit vorgefahren, zurückgefahren. Ich muss mal vorfahren. Da kommt noch eine Bayern auch noch. Jetzt hält die wieder an, oder was? Ja, die ist ziemlich langsam. Ich weiß nicht, was da macht. Die fährt aber kein Einviertel. Also ein Viertel Fahrt ist ja etwas anders. Vorsicht, ihr Zerstörer vor uns. Jetzt hält sie an. Ne, jetzt fährt sie rückwärts, glaube ich, oder? Ich schieße nochmal auf sie. Wir sollten mal einknicken. Was macht denn die Nagato? Boah, 3-6 habe ich hier gezogen nochmal. Was? Da ging alles daneben. Steht! Jetzt fährt sie wieder rückwärts. Was macht denn der? Jetzt fährt sie vorwärts. Rückwärts. So, ich habe hier nochmal geschossen. Salve ist raus. Nochmal getroffen. Aber nur einmal. Wir sollten doch mal langsam. Hä? Ich treffe sie nicht richtig. Oh, ich gehe. Da ist noch eine Nürnberg, Willi. Ich greife jetzt an, Sven, weil ich werde jetzt hier unter Dauerbeschuss genommen, weil die Bayern mich jetzt hier gerade
Rammt hier. Ich schieß ja schon drauf. Ich werde doch nicht getroffen. Okay. Ich dreh mal ein jetzt. Geh mal langsam Viertelfahrt vor. Mal gucken. Jetzt fährt sie wieder vorwärts, die Nagato. Kuckuck. Guck mal, genau abgepasst. Und die Bremse. Sechs Sekunden kann ich wieder. Was macht die denn? Keine Ahnung. Wenn die jetzt treffen, ne, dann tut's weh. Da fährt vor, zurück. Ja, das hat wehgetan. Setzen Sie eine Nebelwand. Das war ein beschissenes Gefecht. Also die Karte, die mag auch nicht so. Ich weiß nicht, was die Nagato da vorne macht die ganze Zeit. 6.000 nochmal auf die Nagato. Ich habe ihr 4.000 gedrückt. Also insgesamt hat sie 10.000 verloren. Hat man ja auch gerade gesehen. Und nochmal. Ja, schön. Ist egal. Hauptsache sie trifft. Boah, hier, guckt es an. Nochmal. Nochmal 6.000. Die hält sich aber hoch, die Nagato. Und der schießt nur auf mich, ne? Da hat doch mal entweder brennt oder hat Wassereinbruch. Neben uns ist in New Mexico. Das ist wieder ein ganz seltsames Gefecht jetzt. Torpedos auf Steuerbord. Oh. Torpedos Steuerbord? Die sind vorbei, ne? So, Nürnberg kommt jetzt gleich raus. Mhm. Was haben wir da? Da ist eine New Mexico. Die könnten wir vielleicht. Feuert auf mich. 7.000. Oh, aber nicht viel getroffen, oder? Nürnberg ist ein schönes Ziel, du. Ich habe gerade eine Salve auf Mexiko. Oh, oh, ja, guck mal, was da kommt. Ich schieß gleich nochmal auf den Nürnberg. Oh, boah. Ist weg. Okay. Ist weg. Dann gehe ich auf die New Mexico. Ich bin raus. Das war die Nagato. Ich hatte irgendwas erwischt jetzt gerade, volle Pulle. Ich bin raus. Ich bin in 2 Minuten wieder da, Sven. Okay. Achtung, alle Bemühungen zum Schutz der Basis konzentrieren. Jawohl, Zitadella. Wir haben ein gegnerisches so, Bayern. Hat die Führung übernommen.
Hilly. Bayern nicht weglaufen. Sie dürfen die Basis nicht bekommen. Kommen Sie zurück. Gefecht endet in 5 Minuten. So, ein bisschen eindrücken. Drehen, sonst könnte es wehtun. Ja. So, ein bisschen vom Gas gehen. Hoffe, mein vorderer Turm bleibt heil. Dann gehen wir mal auf die Nagato. Ich hoffe, der Zerstörer ist hier nicht irgendwo. Dreht sich. Dann laden wir mal auf HE. Ja, sind bei 96.000 Schaden, also schöne Runde. Bis jetzt in der King George. Nagato brennt. Hat aber sofort gelöscht. Jetzt fährt er. Jetzt dreht er wieder ein, aber Vorsicht. Und brennt wieder, sehr schön. Lässt natürlich unseren Schadenszähler hochlaufen und da ist er weg. 107k Damage. Ich glaube, da können wir mit der King George zufrieden sein. Jetzt nehmen wir die Zone noch entspannt ein, weil ich glaube, ja, der Zerstörer ist da unten. Und der könnte das sogar noch durchkappen.
22 Sekunden. 20 Sekunden noch. Aber wir führen nach Punkten. Sollten wir eigentlich gewinnen. Ja, weil das durfte er nicht mehr schaffen. Also eine schöne Runde in der King George. Wunderbar.